wieder vorne in der Spitze. Wohin? Er legt ab zu Stevic. Und was für ein Knaller. Wie ein Strich. 2:1 für Dynamo Dresden in der 72. Minute. Und da freut er sich, der Miroslav Stevic. Warum ist klar, denn es war sein allererstes Tor für Dynamo Dresden im eigenen Stadion. Miroslav Stevic, 2:1 für den FC Dynamo. As much as I miss anyone, oh. Und dann dieses Tor. Stevic. Schilz, Stevic, das 0:1 nach 19 Minuten. Miroslav Stevic. Freistoß, Pilz, Stevic. 36 Minuten gespielt, das 0:0. Ein toller Tag für Miroslav Stevic. Miroslav Stevic. Stevic und er probiert's. Das 2:0 und wieder ein Tor der Extraklasse in der 68. Minute. Miroslav Stevic. Alan Sutter hat er zur Bedeutungslosigkeit degradiert und obendrauf dieses Sahnetor. Stevic. Ja, den greift gar keiner mehr an. Warum auch? Ist ja die letzte Minute und der macht das 2:0. Nach 30 Jahren gewinnen die Löwen wieder mal in Mönchengladbach. Ein verdienter Sieg im 400. Bundesligaspiel der 60er. UI Cup willkommen und das war das letzte Mal, dass der Ball in diesem Tor eingeschlagen hat, denn allzu euphorische Löwenfans knickten dann die Saison auf ihre Weise. Tschüss aus Gladbach. Freistoß wird Stevic selber ausführen und Überraschung drin, 1:0 für die Löwen, was den Bayern am Mittwoch in 90 Minuten nicht gelang, schaffte Miki Stevic nach 3 Minuten und 26 Sekunden. Miki Stevic, 1:0. Dann kommt Stevic. Latte. Wenn man sich selbst verliert, wie geht's?
Stevic völlig frei. Stevic! Und solche Einladungen nimmt man dann halt an. Ich glaube, der Alfred hat ein bisschen zu viel irritiert. Sogar den Stevic, den wir werden gleich sehen. Hier vom Katzenpuckel über die Querlatte gehoben. Bis jetzt Stevic kommt. Herrlich öffnender Pass. Reina, Ritten in der Mitte. Das 1:0, 34. Minute. Blumenkinder im Dortmunder Westfalenstadion. Und der herrliche Pass von Stevic. Kein Abseits von Reina, wie wir hier sehen. Ganz klar, kracht, hebt es auf. Endlich mal in den Rücken der gegnerischen Abwehr. Und dann innen, Ricken im Zweikampf mit Kutschera. Das 1:0. Herrlich vorbereitet von Reina und Stevic und dann Lars Ricken. Dann dieser unglückliche Zusammenprall zwischen Cardoso und Stevic. Beide erwischt es richtig heftig. Cardoso konnte weitermachen, Miki Stevic auch, aber wahrscheinlich mit Nasenbeinbruch. Ein tapferer Junge und er sah irgendwie dezent lediert. Aber Freistoß. Und das ist ein Foul für Stevic. Und dann kommt Herrlich. 55. Minute. Erneut der Ausgleich. Stoß Stevic, 37. Minute. Addo kommt nicht ran, aber Ikpema und der Ausgleich. Da steht er wieder, Miki Stevic. Stevic, Kiraj, Addo, Ikpeba und da ist es nicht das 2:0. Abseits, sagt Schiri Meier. Hier, Stevic klaut ihm den Ball. Stevic. Reina. Reina. Und da knallt er das Ding unter die Latte, dass der Hertha hören und sehen vergehen. Wow.
Freistoß, Stevic. Der führt sie immer aus. Auf Evan Nilsson, Reitmeier raus aus dem Kasten. Und warum macht er denn so etwas, Klaus Reitmeier? Von Jochen Endres gefolgt. Endres, der Mann fürs Grobe, vor der Abwehrreihe im defensiven Mittelfeld, soll einiges abräumen, ist ja auch bewährt in dieser Funktion. Foul an Stevic. Niki Stevic, einmal hat er schon für Dortmund versucht und getroffen bei einem Strafstoß. 64. Minute. Ach, richtig mit Kaffum und auch noch platziert. Keine Chance für Hildebrand. Stevic und drin. Die erste Chance, das erste Tor, 1-0 Dortmund in der 16. Minute. Miki Stevic schon in Stuttgart an beiden Toren beteiligt. Dortmunds Topscorer mit nun 3 Treffern und 6 Vorlagen. Zum dritten Mal tritt er an für Dortmund und Heinrich Stevic drin, 1-0 für Dortmund. Miki Stevic, der Jugoslawe in dieser Saison so torgefährlich wie nie zuvor. Da kommt Stevic und die Entscheidung.
Das sind zwei, die die Bundesliga ein paar Jahre geprägt haben. Alles Gute und niemand geht man so ganz. Du bist immer ein Freund von Borussia Dortmund und wir ein Freund von dir. Dankeschön. Micky Stevic, fünftes Spiel für seinen neuen Verein, den VfL Bochum. Endlich das erste Tor für den Routinier, der lange Jahre in Dortmund gespielt hat. Der eingewechselte Stevic, der war für Bosch gekommen und fügte sich gleich wunderbar ein. Herrlicher Pass, völlig entblößt, die Lautra Deckung und Madsen mit dem Schlussstrich. Führen wird Stevic und drin. Was macht der Stevic? Ich nehme es vorweg, der guckt aufs kurze Eck. Wo steht der Reinhardt? Stevic wird es direkt machen. Stevic und dazugelernt.
Ecke von Miroslav Stevic, der mittlerweile gekommen war. Und dann ist Fahrenhorst da. Also die Party konnte perfekter nicht sein.